Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem, ja, ich würde mal sagen, etwas anderem und speziellen Video. Ihr seht hier gerade als Spiel Five Nights at Freddy's Sister Location. Und ich möchte heute, weil es gibt ja hier in diesem Spiel, ich empfehle dieses Video jetzt nur jedem, der dieses Spiel kennt und der die Golden Freddy Challenge auf Very Hard probiert. Denn in diesem Video werde ich mal ein bisschen erläutern, wie ich die Golden Freddy Challenge auf Very Hard versucht habe und hinterher auch geschafft habe. Ihr seht, ich habe hier die 4 Sterne. Und ich werde meine Strategie zu den einzelnen Charakteren so ein bisschen erläutern und ein paar Tipps geben, wie man die Nacht vielleicht ein bisschen leichter schaffen kann. Und ich weiß, dass das Video nicht ganz auf meinen Kanal passt, aber es ist wenigstens mal ein bisschen abwechselnd. Und dieses Video ist jetzt nur für jeden, der jetzt wirklich die Golden Freddy Challenge machen möchte. Und ja, was soll ich sagen? Also, ich habe persönlich für diese Custom Night ziemlich lange gebraucht, weil die anderen, die sind eigentlich ziemlich einfach hier. Okay, die wird vielleicht schon ein bisschen schwerer, aber hier die Bottom Shelf, Top Shelf mit den verschiedenen Animatronics sind ja eigentlich alle ziemlich einfach, auch auf Very Hard. Okay, die einzige, die für ein bisschen sehr schwer war, war die Girls Night, weil ich hier ziemlich viele Probleme mit der Power hatte. Aber das ging dann hinterher auch. Aber die Golden Freddy Challenge auf Very Hard, wo alle Animatronics hier auf 20 eingestellt sind, das ist ziemlich heftig. Und deswegen werde ich jetzt gleich mal ein paar Tipps und Strategien, die ich benutzt habe, erläutern. Also ich habe auf jeden Fall für diese Challenge mehrere Tage gebraucht, bis ich die geschafft habe. Ich weiß nicht, ich habe ungefähr, ich glaube, 12 Stunden circa insgesamt an Spielzeit, die ich investiert habe, um diesen Modus zu probieren. Also ich habe halt diese 12 Stunden nicht an einem Stück gemacht, sonst wäre ich total bescheuert geworden, weil zu viel von diesem Spiel ist auch nicht gut. Aber ich habe es mehrere Tage mal ein, zwei Stündchen probiert und es gab auch schon oft Momente, da bin ich bis 5 AM gekommen, war kurz vorm Ende und bin trotzdem gestorben. Sowas sind dann Momente, die ziemlich demotivierend und kacke sind, aber naja. Ich würde mal sagen, wir fangen jetzt mal an mit den Tipps, die ich hier geben kann, mit den 10 Animatronics. Also, zum einen ist es ja hier bei dieser Challenge sehr wichtig, dass man hört. Man muss sehr auf sein Gehör achten. Man braucht am besten Kopfhörer, was heißt am besten? Ich glaube, man braucht die unbedingt, weil da, man muss gucken, dass man rechts was hören kann und links was hören kann. Zum Beispiel hier bei Ballora. Ballora ist bei dieser Challenge eigentlich ziemlich einfach, weil man hört ja Musik, wenn Ballora kommt. Also die typische Musik, die kennt man auch aus dem Hauptspiel. Und wenn die Musik rechts laut wird, dann ist sie auf der rechten Seite und links ist halt auf der linken Seite, ist ja klar. Aber man muss eigentlich erst wirklich darauf achten, wenn die Musik ganz, ganz laut wird. Man merkt den Unterschied. Die Musik läuft manchmal. Und man merkt dann den Unterschied, wenn die Musik lauter wird, dann weiß man, auf welcher Seite sie ist und muss dann da die Tür zumachen. Wenn man dann merkt, dass der Sound von rechts oder von links, je nachdem, ein bisschen auf die andere Seite rüber geht, kann man die Tür direkt wieder aufmachen, denn dann ist sie weg. Dann kann sie euch nichts mehr antun. Deswegen ist Ballora ziemlich einfach hier in diesem Modus. Und mit der hatte ich eigentlich keine Probleme. Bei der bin ich nur ganz, ganz selten gestorben. Ziemlich selten. Und deswegen ist Ballora eigentlich kein großes Problem. Also ein größeres Problem ist schon Funtime Freddy, weil Funtime Freddy ist ja immer je nachdem auf der linken oder auf der rechten Seite und schickt dann halt Bonbon zur rechten Tür oder zur linken Tür. Ich glaube, das brauche ich eigentlich gar nicht alles erklären, weil die Leute, die sich dieses, für die dieses Video ist und die sich dieses Video angucken, die wissen, wovon ich rede. Und man muss eigentlich nur, auch bei Freddy, nur hören. Man muss gucken, wenn er am Anfang, hört man immer so einen Laufsound, so ein Tututututu, wenn er irgendwo hinläuft. Und das hört man auch, also das merkt man auch in den Kopfhörern, wenn er dann von links nach rechts oder von rechts nach links läuft. Und darauf muss man auch achten. Und da kann ich einen guten Tipp während der Challenge geben. Ich habe das immer so gemacht, dass ich dann, wenn Funtime Freddy irgendwo hingelaufen ist, habe ich dann jeweils immer in die Richtung geguckt. Das heißt, wenn er rechts war, habe ich in die rechte Richtung mit der Kamera geguckt. Wenn er links war, links. Damit kann man sich das gut merken und muss dann halt, wenn man die Kamera gerade hat, muss sich halt nicht komplett merken, wo Freddy ist. Das heißt, man kann sich auf die anderen Sachen ein bisschen mehr konzentrieren. Aber man muss halt schauen, dass man dann auch immer wechselt, wenn er läuft. Das ist aber nach ein bisschen Übung kein großes Problem. Da muss man halt schauen, wie wo er Bonbon hinschickt. Wenn er jetzt halt zum Beispiel sagt, Bonbon, go get him, ist er ja halt, schickt er Bonbon auf die Seite, wo er auch ist. Und wenn er sagt, get ready for a surprise, dann halt auf der anderen Seite. Ich glaube, das brauche ich nicht erklären, aber ich erkläre es irgendwie trotzdem. Also Funtime Freddy ist eigentlich auch kein großes Problem. Hier bei den beiden muss man eigentlich nur hören. Und bei Freddy guckt man halt in die Richtung, wo er halt ist. Wenn er links ist, guckt man halt nach links. Wenn er rechts ist, ne, genau. Yendo ist dafür aber schon ein viel, viel größeres Problem, denn wie ihr sicher wisst,
erscheint Yendo immer, also nicht immer, aber erscheint vor allem hier bei Very Hard, erscheint er immer ziemlich oft, wenn man die Kamera runternimmt. Also wenn man den Monitor flippt. Und da muss man echt ziemlich hart aufpassen, weil Yendo zieht auch ziemlich viel Oxygen. Und ja, wenn man wenig Oxygen hat, wird das ja immer dunkler. Und deswegen muss man da auch aufpassen, dass man ihn nicht übersieht, weil durch die Mini-Rena 2 meine ich, die hinterher in der Sicht hängen, gegen die kann man ja leider nichts machen, muss man auch gucken, dass man Yendo nicht übersieht. Und deswegen würde ich empfehlen, dass man jedes Mal, wenn man den Monitor flippt, automatisch nochmal flippt, weil die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, dass er dann da ist. Aber das Problem ist auch, dass er auch manchmal nochmal da sein kann. Das heißt, wenn er da ist und man flippt die Kamera, man flippt sie nochmal, damit er, weil man möchte, dass er weggeht, dann kann es manchmal sein, dass er nochmal da ist. Deswegen muss man da auch ziemlich aufpassen. Weil durch Yendo bin ich ziemlich, ziemlich oft gestorben. Und, aber durch wen? Ich glaube, am meisten bin ich aber durch Bonnet gestorben, aber das kommt gleich noch. Ja, da muss man halt ziemlich oft aufpassen. Es gibt noch eine kleine Chance, dass er dann, wenn man die Kamera nochmal flippt, wenn er da ist, dass er halt wieder da ist. Deswegen kann es auch manchmal passieren, dass man in so einem Loop gefangen ist, dass man die Kamera wieder flippt, 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 immer auf ihn wartet und dann irgendwie da nicht rauskommt. Da muss man echt aufpassen. Aber wenn man das raus hat, dann dürfte das eigentlich auch später kein Problem sein. Aber Yendo ist eigentlich der, bei dem man am meisten stirbt, würde ich sagen. So, und dann kommen wir zu Funtime Foxy. Das Ding ist ja, man hat ja erst gedacht, es wäre ein Gerücht, aber durch eigene Erfahrung ist es keins, denn wenn Foxy, er kommt ja immer durch die rechte Tür, wenn Foxy gegen die Tür läuft, dann wird einem 2% Energie ziemlich schnell abgezogen. Deswegen muss man aufpassen, dass man Foxy nicht zu oft laufen lässt. Und ich habe das einfach immer so gemacht, dass ich, wenn ich gerade sozusagen Zeit hatte, was man in dem Modus hier zwar nicht viel hat, aber wenn ich gerade Zeit hatte, habe ich einfach öfters immer die Kamera geflippt und die Kamera halt die ganze Zeit auf Foxy gehabt. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel hier bei Electrobab und Mini-Rena die Control Shocks macht, dann direkt immer die Kamera wieder auf Foxy wechseln. Denn dann kann man immer, wenn man irgendwie mal Zeit hat, kann man die Kamera öfters flippen, um dann halt auf Foxy zu gucken. Und das Ding ist, ich habe es in meinem Run, in dem ich es geschafft habe, geschafft, dass Foxy nur einmal am Ende gekommen ist. Deswegen, ja, hatte ich da auch keine Probleme mit der Power. Hier muss man halt dann drauf achten. Man sieht ja dann immer, wenn Foxy gerade aus seinem Ding rauskommt und sowas. Aber wie gesagt, da würde ich den Tipp geben, dass man die Kamera öfters flippt, wenn man gerade so Zeit hat, dass man dann halt gut auf Foxy achtet. So habe ich das auf jeden Fall gemacht. So, jetzt kommen wir zu Bonnet. Zu Bonnet, das ist das Ding. Bonnet ist auch nicht immer da, wenn man die Kamera flippt. Das Ding ist ja, dass Yendo und Bonnet gleichzeitig auftauchen können, wenn man die Kamera flippt. Deswegen muss man zum einen erstmal die Kamera flippen, um zu gucken, dass Yendo weg ist. Dann aber auch gucken, dass er nicht nochmal da ist, weil sonst muss man nochmal flippen. Und man muss darauf achten, dass man Bonnet, die Nase von Bonnet trifft. Und das ist wirklich ein Grund, durch den ich oft, sehr oft sogar gestorben bin. Weil ich habe es einfach am Anfang nicht rausgehabt, vor allem weil die Mini-Rena 2 noch die Sicht verhunzen, habe ich es oft nicht geschafft, die Nase zu drücken. Und in meinem Run, wo ich es geschafft habe, da hatte ich auch schon so einige Stellen bei Bonnet, wo ich es auch fast nicht geschafft hätte. Da habe ich irgendwie so, und habe es dann hier ungefähr am Bildschirm, habe ich es geschafft, seine Nase zu treffen. Und das ist echt, kann manchmal zu einem Problem werden, auf jeden Fall. Deswegen muss man hier bei Bonnet aufpassen. Das ist aber auch Übungssache. Irgendwann weiß man, wie schnell man die Maus dahin bewegen muss und wo man ungefähr treffen muss. Das ist dann irgendwann wirklich kein Problem mehr. So, jetzt haben wir auch erstmal die oberen hier durch. Und wenn ich alle durch habe und Tipps zu den einzelnen Animatronics gegeben habe, dann kann ich auch noch allgemeine Tipps geben, wie man die Sachen verbinden kann und so. Das wird jetzt nur ein Laber-Video, also irgendwelche Tipps für den Golden Freddy Mode. Das wird jetzt kein Gameplay oder so, weil ich kann Sister Location sowieso nicht so gut aufnehmen. Jetzt kommen wir aber zu Bidi-Bab. Und das Ding ist bei Bidi-Bab, das ist genauso wie bei Ballora und Freddy. Also die drei hier, das sind sozusagen die Hauptgegner, würde ich jetzt mal sagen, durch die man am meisten oder am leichtesten sterben kann, jetzt sagen wir jetzt Yendo und Foxy. Wenn man auf Foxy achtet, ist eigentlich alles gut. Bei Yendo und Bonnet muss man halt wegen der Kamera gucken, aber das sind halt so die Hauptgegner, würde ich sagen. Also Ballora, Freddy und Bidi-Bab. Bidi-Bab ist ja im Schacht vor einem. Und es gibt ja drei Geräusche, die Bidi-Bab gibt. Er sagt erst, I don't wanna to play hide and seek, ist glaube ich das erste. Dann ist er ganz hinten beim Schacht drin. Also ist er im Schacht, aber ganz hinten. Dann sagt er, I don't want to play hide and seek. Ach nee, nee, das ist ja der erste Satz. Beim zweiten sagt er dann, I'm going to find a way inside. Und das dritte Geräusch ist einfach nur so ein Bumm, so ein Puff, wenn er ganz vorne beim Schacht ist. Und darauf muss man hören. Weil es gibt ziemlich viele Momente, zum Beispiel wenn Freddy jetzt irgendwas sagt, irgendwie rumlabert oder man hört die Ballora-Musik von Ballora oder man flippt die Kamera oder macht die Shocks, weil die machen ja auch alle Geräusche. Da muss man gucken, dass man dieses Puff
von Bidi-Bab nicht überhört. Das heißt, man hat schon mal hier drei Sachen, wo man nur mit dem Gehör drauf achten muss. Und deswegen, ja, braucht man da echt viel Übung für und muss da echt drauf achten. Das heißt, man muss sich komplett darauf konzentrieren. Man muss sich auf sein Gehör konzentrieren. Und man muss auch gucken, weil ob Yendo da ist oder dass man die Nase von Bonne trifft. Ah, deswegen ist das ein... Aber durch Bidi-Bab bin ich eigentlich nicht oft gestorben. Da bin ich nur wirklich gestorben, wenn ich dieses letzte Geräusch nicht gehört habe. Und das war eigentlich eher selten. So, Elektro-Bab und Mini-Rina, das müsst ihr euch ja bekannt vor... Also müsst ihr euch ja klar sein. Also die Leute, die jetzt das Video gucken, weil sie den Cold Freddy-Mode schaffen möchten. Auf Very Hard. Bei Elektro-Bab ist es so, der zieht ja Energie ab. Aber da kann ich auch nochmal einen sehr, sehr guten Tipp geben. Weil das Ding ist, Elektro-Bab ist immer in den beiden Räumen, wo Freddy ist. Das heißt, Freddy... Und Elektro-Bab benutzen die beiden gleichen Räume. Aber das Ding ist, wenn links zum Beispiel jetzt Freddy ist, im linken Raum, kann Elektro-Bab nur im rechten sein. Das heißt, wenn ihr wisst, wo Freddy ist, wisst ihr auch, wo das als nächstes die Energie, wo ihr die Energie hier, also wo ihr den Elektro-Bab schocken müsst. Und das ist auf jeden Fall ziemlich viel einfacher. Wenn ihr das wisst, ist eigentlich, ja. Und das Gute ist, Elektro-Bab kann man ja auch noch mit den Mini-Renas, die ziehen ja Oxygen ab, gut verbinden. Das heißt, man kann einfach, schnell die Kamera machen, dann Mini-Rina einfach Oxygen, ja, schocken und dann den Elektro-Bab schocken. Dann müsste das eigentlich klappen. Und was ich auch herausgefunden habe, am meisten, also wenn man es auf jeden Fall gut macht, also es ist eigentlich meistens so, dass die beiden immer gleichzeitig kommen. Aber ich mache sowieso immer bei jedem gleichzeitig, auch wenn es nur Energie ist oder so, mache ich immer automatisch. Das Ding ist, was ich herausgefunden habe, immer wenn Freddy läuft, wird auf jeden Fall Energie abgezogen. Das heißt, wenn Freddy von einer Richtung zur anderen läuft, wird auf jeden Fall Energie abgezogen und da kann man dann direkt beides machen. Weil wenn man dann die Kamera flippt, in der Zeit kann es auch passieren, dass der Oxygen abläuft. Und deswegen muss man gucken, dass man das beides verbindet. Das ist aber hinterher ziemlich einfach. Das ist hinterher nur noch Routine. Das ist auch generell so, dass eigentlich alles so einen Rhythmus hat. Man kann eigentlich auch ziemlich vieles voraussehen. Wenn jetzt zum Beispiel die Energie ja, abgezogen wird, wenn Freddy irgendwie läuft oder so, das kann man hinterher ziemlich gut verbinden. So, LOLBIT, ja, muss man einfach nur LOL auf der Tastatur tippen, ist gar nicht kein großes Problem, solange man auch LOLBIT sieht und bemerkt. Aber das Gute ist, was ich rausgefunden habe, man kann auch LOL in die Tastatur eingeben, wenn man die Kamera oben hat, also den Kameramonitor. Deswegen kann man es so machen, wenn man jetzt zum Beispiel die Kamera runtergeflippt hat, dann Yendo ist da, nochmal flippt, Bonnet drückt die Nase und dann sieht man, dass LOLBIT da ist. Dann kann man nochmal die Kamera flippen, um zu gucken vielleicht, ob Foxy da ist. Und während man die Kamera oben hat, kann man LOL eintippen und dann ist LOLBIT weg. Das ist eigentlich auch etwas, was das ziemlich einfacher macht. Deswegen ist LOLBIT auch eigentlich kein großes Problem. LOLBIT kann einen auch ja nicht richtig töten, sondern blockiert halt nur die Türen, wenn er da ist, ne? Er darf ja nicht auf allen drei Bildschirmen erscheinen. So, Mini-Rina und Mini-Rina 2 habe ich ja schon was zu gesagt. Ja, das sind so die besten Tipps, die ich zu den einzelnen Animatronics bringen kann. Und ich habe ja schon gesagt, man kann die Elektro-Bab und die Mini-Rina sehr gut verbinden. LOLBIT kann man auch drücken, wenn man im Monitor ist. Bei Freddy guckt man am besten in die Richtung, wo er gerade steht. Also wo er gerade ist mit Bonbon. Bei Yendo muss man halt gucken, dass man ihn sieht. Bei Foxy am besten so oft drauf gucken wie möglich, weil man kommt mit der Power aus. Wenn man den Monitor öfters nur kurz flippt, dann kommt man locker mit der Power aus. Ich glaube, bei meinem Run, den ich geschafft habe, da bin ich auch mit 3-4% durchgekommen. Deswegen ist es eigentlich überhaupt nicht schwer. Und ich war schon relativ großzügig mit der Power. Also ich habe auch schon oft Türen zugemacht, wenn ich mir nicht komplett sicher war. Deswegen ist das wirklich nicht so schwer. Man muss halt schauen in diesem Modus, dass man... es schafft, 6 Minuten lang, weil diese Nacht geht ja nur 6 Minuten nach dem Update, das Scott gemacht hat, weil jede Custom Night geht ja sonst, zum Beispiel die hier geht ja 7,5 Minuten und diese geht nur 6 Minuten. Ich weiß gar nicht, ob man das mit 7,5 Minuten schaffen kann, da müsste man so viel Energie sparen, aber das möchte ich auch gar nicht probieren. Ich bin froh, dass ich den Very Hard Modus jetzt nach dem Update mit 6 Minuten geschafft habe und das reicht mir auch. Ja, wie gesagt, man muss halt gucken, dass man sich 6 Minuten lang komplett darauf konzentriert, hört, sieht, dass Yendo da, ob Yendo da ist, ob Bonnet da ist, hört, wann, was Ballora macht, was Freddy macht und was Bidi-Bab macht. Aber das ist wirklich, nachdem man geübt hat, eigentlich kein Problem mehr. Wenn man das wirklich drauf hat, dann ist es eigentlich nur so, dass man immer durch Kleinigkeiten stirbt. Entweder halt durch Yendo, wenn man ihn nicht gesehen hat oder wenn man zu spät flippt. Oder halt durch Bonnet, wenn man die Nase nicht trifft, zum Beispiel. Das ist halt so ein Ding, wo man hinter man dann am meisten stirbt. Durch Foxy bin ich, glaube ich, zum Beispiel nur 2-mal insgesamt gestorben. 2 oder 3-mal von, keine Ahnung, 80 Versuchen oder so. Foxy ist eigentlich kein großes Problem. Wenn man auf den genug achtet, dann müsste das eigentlich klappen. Und was kann ich denn noch für einen Tipp geben? Also wie ich es auf jeden Fall geschafft habe, war, als ich hier keine Sterne hatte, habe ich es sehr oft auf Very Hard probiert. Dann habe ich es irgendwann mal auf Normal probiert. Also es war dann, als ich es ganz, ganz oft auf Very Hard probierte, habe ich es einmal auf Normal probiert, im First Try geschafft, habe es auf Hard probiert,
habe es auch im First Try geschafft. Und als ich es dann nochmal auf Very Hard probiert habe, habe ich es auch direkt auf Very Hard geschafft. Ich weiß nicht warum, aber... Naja. Ich hoffe, dass ich durch dieses Video... Ich hoffe, das war jetzt auch nicht zu chaotisch. Ich habe jetzt einfach nur versucht, zu jedem Animatronic einfach Tipps zu geben und wie man generell auch diese Nacht schafft. Ja. Wie gesagt, ich hoffe, es ist eine Hilfe für die Leute, die jetzt auf dieses Video gestoßen sind, weil sie Tipps für oder eine Strategie für diese ja, krasse Nacht brauchen, Golden Freddy Mode of Very Hard. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen und dann würde ich mal sagen, ich wünsche dir, der das Video gerade guckt und diese Nacht vielleicht noch probiert, viel Glück bei dieser Nacht. Es ist wirklich nicht so schwer, wie es wirklich scheint. Man denkt vielleicht am Anfang, boah, wie soll ich das jemals schaffen? Ich glaube, ich schaffe das nicht. Aber wie gesagt, es ist einfach nur aushalten, konzentrieren, gut hören, gute Reaktion. Genau, man braucht sehr viel Reaktion, vor allem bei Yendo oder bei Bonnet halt. Aber hinterher, wenn man es dann alles raus hat, müsste es eigentlich klappen. Deswegen würde ich mal sagen, wie gesagt, viel Glück. Und wir hören uns beim nächsten Video von mir. Ich weiß, dieses Video passt jetzt nicht so gut auf meinem Kanal, aber ich wollte trotzdem mal so ein Video darüber machen, um Leuten, die diese Nacht noch haben, schaffen möchten, Tipps zu geben. Also Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und wir hören uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.